Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder von mir. Ja Freunde, machen wir weiter mit Spieltag Nummer 3 und zwar empfangen wir morgen den VfL Bochum, Freunde. Ja, ist ein Aufsteiger, wobei eigentlich ist ja gar kein Aufsteiger, ist ein Traditionsclub, wie wir alle wissen. Und nach 10 oder 11 Jahren sind sie endlich wieder in der ersten Liga aufgestiegen. Das freut mich, weil Bochum ist ja auch ein sehr, sehr, eines der ältesten Traditionsvereine, die es ja in Deutschland gibt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall für sie, dass sie, dass die es ja endlich gepackt haben. Und ja, wie gesagt, beziehungsweise wie Baumgart schon gesagt hat, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und ja, ich habe noch Bochum im Kopf, Freunde. Da waren die auch sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob euch die Spieler was sagen, wie Theofanis Gekas oder Stanislav Seštak oder Anta Yahia Ilicevic und Mimoun Azouag. Vielleicht sind da ein paar Hardcore-Bochum-Fans am Start und kennen diese Spieler noch. Und ja, das waren Spieler, die ich auch gerne verfolgt habe damals in der Bundesliga. Und die waren auf jeden Fall sehr stark. Also vor allem Mimoun Azouag, der rechts außen, glaube ich, gespielt hatte mal und wirklich sehr schnell war in den Außenbahnen. Ja, auf jeden Fall ein Brett war das. Ja. Jedoch muss man sagen, dass sie definitiv diese Saison sich auch gut verstärkt haben. Ich freue mich auf die Begegnung mit alten Bekannten wie Simon Zoller, mit Polter, mit Rex Bejay, der ja letzte Saison bei uns war. Eduard Löwen, der ja von Hertha gekommen ist. Ja. Von Hertha. Doch, vom Hertha. Ja, haben sich gut verstärkt. Ja, Freunde, der Respekt ist da. Und da müssen wir uns aber nicht verstecken, denn wir werden alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und da bin ich mir sicher. Jedoch müssen wir schon auf die ersten Spieler verzichten aufgrund von Verletzungen wie Marc Uth jetzt aktuell, Timo Hübers, Jan Thiemann und Jannis Horn ist ja immer noch in Reha oder so, ich weiß es nicht. Hab's jetzt nicht genau gelesen, was mit ihm ist, aber wird mal langsam Zeit, dass er wirklich wieder mal ran soll. Und ja, müssen wir mal abwarten, wie es bei ihm aussieht. Leider mache ich mir Sorgen aktuell um den Kader, da wir noch keine richtige Verstärkung geholt haben. Klar, jetzt seit 2 oder 3 Tagen ist ja jetzt Luca Kilian von Mainz 05 ausgeliehen worden. Finde ich an sich kein schlechter Transfer. Ist ja, hat ja mit Salih Özcan in der U21 gespielt, das weiß ich. Ist ja auch Europameister, glaube ich, geworden. Weiß jetzt nicht, ob er dieses Jahr dabei war. Aber ich glaube, da muss er dabei gewesen sein. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Ersatz und ja, wie gesagt, mit Luca Kilian haben wir einen weiteren IV. Eine Verstärkung, wie gesagt, ne? Einen passenden Stürmer würde mir jetzt leider noch nicht einfallen, da wir auf jeden Fall einen brauchen. Und viele sind ja jetzt schon gewechselt. Am Dienstag ist ja Deadline Day und ja, da müssen wir mal abwarten. Sebastian Andersen hat ja Knieprobleme, aber der ist ja momentan, kann er ja spielen. Ich denke, der wird auch heute für Marc Uth spielen. Und ja. Auf jeden Fall bleibt das mal noch abzuwarten, Freunde. Ja, kommen wir zur Aufstellung, die ich mir vorstelle, mal wieder. Im Tor, wie immer, ne? Timo Horn, links He Jonas Hector. Die Innenverteidigung mit Meret und Zichos, wie gegen Bayern, finde ich, dass man die drin lassen soll, beziehungsweise Meret lassen soll. Weil Zichos hat ja seinen Stammplatz, der wird ja wahrscheinlich nicht wegdenken zu sein. Dann rechts easy. Ganz klar, ne? Schmitz weiß ich jetzt nicht. Der ist, müsste wahrscheinlich aber auch dabei sein. Ja. Kommen wir zum Mittelfeld. Ich würde mich freuen, wenn Skiri und Ljubicic auf der 6 spielen. Und dann links Kainz und rechts Lempalle. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich bin für Lempalle. Finde, dass er eine Chance mal kriegen sollte. Wenn er nicht überzeugt, dann kann man immerhin weiter rotieren und ihn auch auswechseln. Ne? Man hat genügend Spieler da für die Außenbahn und ja,
Ich bin für Lampard, da ja Thiemann, glaube ich, Grippe oder sonst irgendwie krank, ist ja krank, hat ja Baumgart in der Pressekonferenz gesagt. Und ja, ich finde Lampard wäre nicht schlecht, mal jetzt da auszuprobieren. Ansonsten muss man halt schauen, wenn das halt jetzt nicht so überzeugend ist, dass man so vielleicht rechts außen Louis Schaub im Notfall reintut. Wobei ich nur Louis Schaub nicht gut finde auf den Außenbahnen, da er kein Tempo hat, sondern mehr die gefährlichen Pässe spielen sollte und aus der zweiten Reihe drauf abziehen soll. Und ja, daher bin ich für Lampard, ne? Zu guter Letzt verbleiben wir dann mit Modest und Andersen, die vorne jetzt für Dampf sorgen sollen, wie gegen Hertha und Bayern. Ein Tor wird Modest auf jeden Fall schießen, da bin ich mir sicher. Und mein Tipp ist 2-0 für FC. Ja, mag zwar abgehoben klingen, aber ich bleibe realistisch und hoffe auf einen Sieg für FC, ne? Ja, das war's, Freunde. Meine Sicht auf Bochum, die auf jeden Fall machbar ist. Ich hoffe auf einen Sieg, ne? Und da wird mich interessieren, was ihr dazu sagt. Würdet ihr so aufstellen oder würdet ihr es anders tun? Wie ist euer Tipp? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, Freunde. Euer Reddit ist draußen und ciao.